Herzlich willkommen zurück hier bei Until Dawn. Und ja, er fängt schon wieder an zu quatschen. Ich quatsche jetzt einfach mal drüber. Und wie versprochen, jetzt gehen wir mal zur Abwechslung mal wir auf die Jagd. Hoffe ich zumindest. Gar nicht. Das Ding ist, ich weiß nicht ganz genau, wie viel ich im Spiel jetzt noch Glauben schenken kann bei so manchen Sachen. Denn anscheinend habe ich auch unwissentlich, was ich sehr geil gemacht finde von dem Spiel übrigens, doch die richtigen Entscheidungen teilweise getroffen. Man konnte es halt nicht vorausahnen. Ne? Bis auf eine Sache, und ich habe da nochmal jetzt in der Nachbearbeitung geguckt, weil ich war halt gerade am Schneiden und so. Nee, ich gehe erstmal hier rum, aber ich glaube, hier war ich sogar schon. Was soll ich sagen? Bei dem... Oh, warte kurz, wie hieß er? Ich muss mal ganz kurz gucken. Bei Josh war es, glaube ich. Möchte ich doch sagen, dass das Josh war. Naja, das... Er wurde wirklich bloß hier dann aufgespießt. Also die Möglichkeit wäre ja eventuell noch da, dass er lebt. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe... Aber das Ding ist, wenn ich jetzt auch hier lang komme, wir hatten noch da eine Hütte, wo ich vergessen habe, lang zu gehen. Oh, wo ich vergessen... Ja, doch. Und hatten wir den schon? Den müssten wir dann theoretisch eigentlich auch schon haben, weil hier hatte ich mich schon umgeguckt. Also wenn ich stillstehe, dann... Also habe ich vielleicht noch Glück, dass ich da wirklich wieder hinkomme. Ich schaue ja trotzdem vor euch selber mal, falls ich irgendwas übersehen habe, aber gut, den Schweinekopf hatten wir auch schon. Finde ich übrigens sehr nett vom Spiel, dass wir da nochmal hinkommen. Deswegen hoffe ich, dass wir zu den anderen beiden Stellen, die ich dann übersehen habe, eigentlich beide Male wissentlich, aber ich bin dann halt in die falsche Richtung gegangen. Finde ich aber schön, dass wir da trotzdem nochmal hin können. Allein schon für die Geschichte von früher, die ich da doch gerne komplett sehen möchte. Ich habe da jetzt zwischendurch nicht nochmal reingeskippt oder so, weil ich würde es schon gerne komplett richtig sehen. Wenn das nicht möglich sein sollte, dann sehe ich mir das an, was da ist. Aber ich hoffe, dass wir das auch so hinkriegen. Ich finde das Gespräch aber gerade echt ein bisschen leise. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich würde sagen, das war in der letzten Aufnahme lauter, aber das ist ja auch nicht so wichtig. So, hier waren wir doch, glaube ich, auch schon. Ich versuche trotzdem mal Spaß, aber. Verdammt! Das muss nicht so verdammt sein, Alter. Du hast einen Typen mit einem Flammenwerfer am Start. Josh, wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Das Ding ist, ich möchte mich hier trotzdem erstmal umgucken. Inwieweit das gefährlich für mich werden könnte? Weiß nicht, muss ich halt riskieren. Aber wie gesagt, ich will ja hier nichts verpassen. Ich hoffe, das Spiel ist wenigstens so nett, ohne dass das Viech jetzt gleich kommt. Und ich deshalb sterbe, nur weil ich jetzt neugierig bin. Ah! Guck mal einer an, wo wir hier sind. Da! Shit! Es ist schon fies gemacht gewesen von ihm, also... Okay, hier mal Puppen. Okay, schade. Ist aber hier noch Schönes? Ach, vergiss es. Hm,
Ja. Ich komme gleich raus, Junge. Du bist meine Rückendeckung. Da kann mir doch eigentlich nichts passieren. Eigentlich. Und hier können wir nicht hoch, ne? Leider. Na gut, Versuch war es wert. Wenn natürlich auch schief gehen können, wenn jetzt irgendwas runterkommt, das wäre echt scheiße gewesen. So, hier können wir auch nichts machen. Na gut, dann folgen wir mal dem vorliegenden Alten. Ganz leise. Bin ich. Keine Sorge. Bin die Ruhe selbst. Lauf! Los! Wie groß ein Gott, was ist das? Zurück! Gott verdammt! Wir sind zurück, der Ziele. Wir müssen weg hier! Oh Gott! Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen. Stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen.
Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denke, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben! Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Mike. Nicht für uns! Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ja, ich weiß, ich habe mich über die übelst aufgeregt. Aber die selber abknallen? Der Kerl ist ja richtig besessen. Warum? Ey, bin noch nicht weitergekommen. Es ist... Weiß ich nicht. Ich hätte es auch machen können, aber... Hätte mir das wirklich was gebracht? Außer, dass sie jetzt tot wäre. Kann auch sein, dass das die absolut falsche Entscheidung war und sie dann wirklich die Leute angreift. Aber es gibt doch bestimmt irgendeinen anderen Raum, wo sie einsichtbar ist, wo man sie reinsperren könnte. Ich weiß nicht. Es könnte auch total fatale Entscheidung gewesen sein. Ich werde es sehen. So, die Einleitung des Tagesbuchs des Kerls mit dem Flammenwerfer. Das Tagebuch enthält eine Beschreibung des Wendigos. Die Kreatur ist echt und gefährlich. Wenn du das hier liest, wirst du Fragen haben, aber ich habe nicht alle Antworten. Dies sind alles Beweise und Geschichten aus meiner eigenen Erfahrung. Okay. Ein Abschnitt des Tagebuchs über den Einfluss des Kannibalismus auf den Wendigo-Fluch. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte, oder du wirst mit dem Tod bestraft. Glaube ich. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verletzt
verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davon davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Moment, aber wenn ich das jetzt so richtig verstehe, das ist ja der Geist des Wendigos. Es muss nicht über eine Verletzung übertragen werden. So verstehe ich das aus dem Text hier. Wenn ich da komplett falsch liege, dann tut mich bitte in den Kommentaren korrigieren. Aber so wie sich das hier rausstellt für mich, müssen erstmal ein paar Begebenheiten da sein. Und zwar ausgehungert sein, dann auf dem Berg mit Winterstürmen, naja, halt mehrere Tage nichts gegessen haben, dann ergreift der Geist Besitz von einem. Heißt also nicht, dass das von einer Wunde stammen muss, dass man da ein Wendigo wird. So verstehe ich es jetzt auf jeden Fall. Ich blätter hier bloß mal kurz durch. Wir werden ja, denke ich mal, mehrere Hinweise kriegen. Dann können wir die hier nämlich nach und nach durchlesen. Aber das interessiert mich auch jetzt schon sehr. Okay, hier haben wir den Biss. Mal gucken. Vielleicht liege ich auch falsch. Warte. Bevor du anfängst, Mädchen. So. Der Abschnitt des Tagebuchs über die Geschichte des Berges. In diesen Bergen lebten einst ein Stamm, die Kree. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ihr Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektiert den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Oh! Ist jetzt bloß eine Mutmaßung, aber mir fällt ein, das einzigste Tier, was ich verletzt habe, war mit dem... Das war nicht Josh, da muss ich mich sowieso nochmal korrigieren. Das war, glaube ich... Matt. Das war Matt. Das war der einzigste, mit dem ich ein Tier verletzt habe. Nämlich den Hirsch. Wir sollen darauf auch kommen. Es gab wahrscheinlich Hinweise, die ich wieder vergessen habe, weil ich es nicht für wichtig erachtet habe. Aber mal gut. Sorry, ich muss jetzt erstmal wieder meine Ausflüche haben. In meine Gedankenwelt. Der Berg wurde den Kree heilig, damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Kree glaubten, es würde Unglück bringen, wenn ein Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute, sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Kree sagten, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Okay, das kann echt daran liegen, weil ich dem Tier was getan habe. Ich habe ja öfters Möglichkeiten gehabt, Tiere irgendwie zu verletzen oder sowas. Halt, sprich auch den Wolf oder ich glaube das Eichhörnchen, was ich hätte wegballern können. Okay. Ein Abschnitt des Tagebuchs über den Kampf gegen Wendigos und wie man sie fängt. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerzen zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert.
Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihnen nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in den Käfig getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Okay, aber gut, wenn der gestern freigesetzt war, das kann was Gutes oder was Böses, ich weiß nicht. Wir gucken mal weiter. Ein Erschuss des Tagebruchs über Biss des Wendigos. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems, Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Krähe entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Okay, gut, dann revidiere ich das wieder, was ich vorhin gesagt habe. Doch der Biss ist harmlos. Ich sollte vielleicht erstmal zu Ende lesen. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstanden nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Das habe ich doch recht gehabt. Okay. Okay. Also habe ich wahrscheinlich auch doch richtig gehandelt. Oh. Oh nein, 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 was? Nein, nein, nein. Was ist denn? Was steht da? Hier steht, dass der Biss. Wenn er dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen. Nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Tut mir leid. Tut mir so, 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 so leid. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Joshua, du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Wow. Das Ding ist, ich antworte da gleich, wenn das jetzt wirklich bloß darum geht mit den Tieren, ich kann es mir mal nicht unbedingt vorstellen, aber
dann wäre es beim zweiten Durchspielen relativ leicht, alle am Leben zu lassen, aber... Naja, gut, muss nicht sein. Ich hätte mich auch bei Ashley falsch entscheiden können. Gut, lassen wir das. Sie haben mich verletzt. Ich habe keinen verletzt. War er bei der Party dabei gewesen? Damals? Ich weiß es auch nicht so genau. Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. Das Ding ist, ich könnte jetzt auf meine Art eigentlich antworten, aber ich würde lieber auf so, was er im Spiel oder wie er es im Spiel gemacht hat, machen. Dann soll er aber auch bitte explizit sagen, wenn er auch seelisch verletzt meint. Gut, hätte ich zwar auch selber drauf kommen können, aber ich werde mal den Charakter. Ich meine, es tut ihm nicht leid. Wer sowas auf lange Halt platt, tut es ihm nicht leid. Ich werde mal versuchen, den Charakter so, wie ich ihn bisher kennengelernt habe, im Spiel weiter zu. Auch mit den Konsequenzen. Nur ein Spiel? Aber ein Spiel, das dich zu einer deiner eigenen größten Ängste geführt hat, Joshua. Isolation.